Olli. Ach, der friert schon, wenn er nur an Winter denkt. Aber Christian kann die kalte Jahreszeit auch nur in langen Opa-Unterhosen überstehen. Lange Unterhosen sind sowas von unsexy, das trägt man einfach nicht. Niemand. Keine Frau, kein Mann, niemand. Ich auch nicht. Emilio ist die totale Frostbeule. Der hat sich jetzt so einen Taschenwärmer gekauft. Also das ist so ein Handwärmer, gar nicht teuer, gibt's auch im 1-Euro-Laden. Wie sagt man so schön? Eis macht heiß. Und diesen Handwärmer, den muss man einmal knicken. Also, der letzte Winter war gar nicht so schlimm. Ja, nee, ist klar. Aber nach einer Woche Schnee wäre Timo am liebsten sofort wieder nach Mallorca geflogen. Trotzdem bin ich ja keine Frostbeule. Ich hasse es nur zu frieren. Und dann entfaltet sich die Wärme. Und wenn man den dann wieder benutzen will, dann muss man den ins kochende Wasser legen. Daniel hat im Winter doch allen Ernstes nackt im Schlosspark im Schnee gebadet. Und jetzt ratet mal, wen gefunden hat. Justus. Also das Beste ist, man badet nackt im Schnee. Es härtet ab und man friert nie wieder. Elisabeth hat bei der letzten Renovierung darauf bestanden, dass in ihren Gemächern eine Wandheizung eingebaut wird. Ja, was glauben Sie denn? Sonst hätte er sich eine Eskimo-Braut aussuchen müssen. Und Ludwig profitiert ja auch von der Wandheizung. Also mir macht die Kälte nichts aus. In meiner Kindheit waren die wenigsten Räume im Schloss beheizt. Das behauptet er immer. Ausgerechnet er, der auch im Sommer sein Halstuch trägt. Ich schlafe das ganze Jahr über bei offenem Fenster. Ja, deshalb legt er sich auch mit Morgenmantel und Moonboots ins Bett. Sehr sexy. Bei uns? Wer bei uns das letzte Wort hat? Ich natürlich. Ich bin ja der Mann. Solange ich Ihnen den glauben lasse, habe ich meine Ruhe. Also wenn man Dana das Gefühl gibt, dass alles so läuft, wie sie das will, dann ist alles gut. Aber wehe, wenn sie nicht das letzte Wort hat. Wenn wir diskutieren, dann glaubt Daniel immer, er wäre noch im Krankenhaus und ich eine seiner Patientinnen. Und er meint, er kann mir sagen, was ich tun lassen soll. Tja, ist er bei mir an der falschen Adresse. Ich würde sagen, das hängt vom Fachgebiet ab. Außerhalb des Krankenhauses hänge ich meinen Arztkittel an den Nagel und halte dann besser meinen Mund. Tristan kann immer sagen, was er will, solange er mir nicht widerspricht. Marlene hat nicht das letzte Wort, sie singt es. Und danach ist man leider nicht mehr in der Lage, was zu sagen. Timo hat immer das letzte Wort bei uns. Ich würde Leonie ja auch das letzte Wort lassen, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob es wirklich das letzte ist. Ludwig ist schließlich der Patriarch. Natürlich halte ich mich da zurück. Manchmal. Natürlich habe ich das letzte Wort. Ich sage immer, ja, Elisabeth, du hast recht. Ja, Elisabeth, so machen wir das. Ja, komm, er soll ruhig das letzte Wort haben. Dafür bin ich besser. Geh mit. Wenn Christian in der Diskussion nicht weiter weiß, dann haut er gerne mal gegen die Wand. Dann überlasse ich ihm auch gerne das letzte Wort. Das ist dann nämlich... Aua!